Stillstand. Für all diejenigen, die einen stehenden Beruf ausüben, empfehle ich die Stabilisierung der Rumpf- und Rückenmuskulatur sowie die Mobilisierung der Fuß- und Wadenmuskulatur. Sie können zum Beispiel zu Hause morgens vor der Arbeit oder auch nach der Arbeit leicht diese Übungen absolvieren. Auch während der Arbeit können Sie viele hilfreiche Übungen beispielsweise während der Pause durchführen. Während Sie den Bauch täglich trainieren können, würde ich empfehlen, alles andere eher 2 bis 3 Mal in der Woche anzugehen. Wenn es Ihnen gelingt, in der Arbeit ein paar Übungen einzuschieben, stimuliert es Ihre Muskulatur und entspannt diese durch die Veränderung der Belastung merklich. Setzen Sie den Schwerpunkt auf die Dehnung. Für die Kondition ist Fahrradfahren perfekt. Am besten wäre es natürlich, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Um Ihren Kreislauf in Schwung zu bekommen und sich aufzuwärmen, können Sie ca. 15 Minuten leichtes Jogging einplanen oder Seilspringen. Eine Schultergelenkmobilisation, bei dem die Schultern ca. 8 bis 10 Mal nach hinten kreisen, gehört eigentlich in jedes Aufwärmprogramm. Kräftigen Sie und dehnen Sie die Beine und Gesäß gleich zu Beginn. Diese Muskulatur zählt zu den größten Muskelgruppen im Körper und fördert somit eine großflächige Durchblutung. Danach sind Sie mit Sicherheit wirklich aufgewärmt und deshalb empfehle ich, bei den großen Muskelgruppen wie Beine und Gesäß anzufangen. Dann können Sie von Ihren Rückenübungen zu Beginn, zu Übungen im Bauch- und Schulter- und Armbereich übergehen. Wenn Sie Ihr Programm aufteilen, indem Sie zum Beispiel morgens zu Hause den Oberkörper, mittags den Oberkörper und zum Feierabend dann den Rumpf trainieren, haben Sie dementsprechend kürzere Trainingseinheiten, die sich auch leichter in den Alltag integrieren lassen. Achten Sie auch darauf, Ihre Beine öfters einmal hochzulegen.